Das Coronavirus wurde gezielt als Biowaffe in einem chinesischen Labor gezüchtet. Bill Gates hat das Coronavirus erschaffen, um die Menschheit mit Zwangsimpfungen unter Kontrolle zu bringen. Covid-19 wird über das neue 5G-Mobilfunknetz übertragen. Diese und ähnliche Verschwörungstheorien verbreiten sich in letzter Zeit wie wild im Netz. Aber was macht sie eigentlich so ansteckend? Wieso bekommen Videos mit solchen Behauptungen mehr als 10 Millionen Aufrufe? Und warum glauben Menschen eigentlich daran? WhatsApp, Twitter, Instagram und Co. sind inzwischen voller Corona-Quatsch. Und der macht auch vor dem engsten Familien- und Freundeskreis keinen Halt. Einer der Gründe dafür ist schlicht die Angst. Menschen, die sich fürchten, sind anfälliger für Verschwörungstheorien. Und das ist erstmal etwas ganz Normales, ja sogar Überlebensnotwendiges. Unsere Vorfahren waren in lebensbedrohlichen Situationen darauf angewiesen, schnelle Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Gefühle zu treffen, ohne weiter über den Grund nachzudenken. Wenn dir ein Säbelzahntiger gegenübersteht, dann rennst du weg und denkst nicht erstmal darüber nach, ob das sinnvoll ist und ob das überhaupt ein echter Säbelzahntiger da ist. Ein weiterer Grund ist dann noch die Sehnsucht nach einfachen Antworten. Seit Wochen leben wir quasi in einem permanenten Ausnahmezustand und die Situation verändert sich ständig. Die Experten müssen ihre Einschätzung zur Lage immer wieder verändern, weil es neue Erkenntnisse gibt und noch dazu kommt, dass die Wissenschaft einfach höchst komplex ist und sich einfach gar nicht so leicht nachvollziehen lässt. Der häufigste Satz momentan: Das wissen wir einfach noch gar nicht. Ungewissheit und Komplexität der Themen spielt Leuten in die Hände, die aus politischen oder finanziellen Gründen ihre ganz eigenen Theorien entwickeln. Theorien, die meistens sehr, sehr einfach sind. Sie haben oft ein sehr klares Feindbild, einen Sündenbock, dem man die Schuld in die Schuhe schiebt. Sei es Bill Gates, die Regierung, die Chinesen, das Mobilfunknetz. Dritter Grund, warum sich Menschen häufig von Fake News anstecken lassen, liegt auch in der prominenten Unterstützung solcher Theorien. Wenn der Politiker, der Nobelpreisträger, der Arzt das sagt, dann muss das doch stimmen. Alle Menschen sehnen sich momentan nach Antworten und vor allem einem baldigen Ende der Corona-Pandemie. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir nicht auf die einfachen, bequemen Antworten von Verschwörungstheorien hereinfallen, sondern weiterhin auf die Wissenschaft vertrauen.